bin ich so gruselhaftiger Fan. So hoch machen wir es, das ist eine gute Idee. Jetzt werde ich ruhiger, weil wieder Bauzeit ist. Beim Bauen weiß man nicht, was man so quatschen soll. Hey! Warum hat der mich jetzt nicht bewegt? Was soll denn die Scheiße hier? So. Und dahin hängen, dahin hängen, dahin hängen, dahin hängen, dahin hängen, dahin hängen. So, Portal. Das bleibt jetzt da so. Und in welche Richtung bauen wir jetzt? Wir bauen jetzt in... Das sind zwei, gell? In die Richtung. Würde ich sagen. Weil die Richtung eine schöne Richtung ist. Jetzt machen wir so Gänge und dann da hinten irgendwo noch ein Portal. Dann haben wir zwei Welten verbunden, aber nicht jetzt. Und vermutlich auch erstmal nicht später. Ich baue jetzt hier schon mal den Anfang vom Gang, aber mehr auch noch nicht. Ich habe schon wieder Cobbles verschwendet. Wie ich es hasse. Koppels verschwenden. Die sind noch wertvoll, zumindest hier unten, weil hier unten wirklich gar nichts ist, mit dem man bauen könnte. Außer dieser komische Neta-Zeugs da und das ist nicht wirklich praktisch. So. Das Portal ist eingemauert, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, komm mal richtig Gegner wieder an, hol's hier wieder rum. Du Scheißvieh, wo bist du? Jetzt bin ich wieder, wie hat man das? Wieder mutig. Ja, tschüss. Hab ich schon mal gesagt, dass ich die Schnauze voll hab? Ich bin nämlich gar nicht so Fan von abgeschossen werden. Weder hier noch in COD. Oder Battlefield, oder je nachdem. So, wir haben 48 davon, 5 Seelensand, das ist doch schon mal ganz gut. Wir haben nur noch 12 Cobbles, würde sagen, die bauen wir jetzt auch noch. Bauen wir uns noch ein bisschen weiter. Aber nur so weit, wie es geht. Das Problem ist, dass wir jetzt keine Cobbles mehr haben. Und deswegen wird da die Decke ein bisschen frei sein. Da müssten eigentlich auch noch Cobbles hin. Aber wir haben keine mehr. Weil wir so verschwenderisch sind. Okay, zurück. Ich kann leider nicht dieses tolle... vom Gong nachmachen. Tut mir leid, kann ich nicht. Ist ganz einfach so. Haben wir hier Platz für Netherzeugs? Nö. Und draußen regnet es. Natürlich, wenn man heimkommt, erstmal Regen. So, das war jetzt, glaube ich, unser erstes Mal im Nether. Oder Nether. Oder wie auch immer. Scheiß Höhlendingster, Höhlendingster. Diamantschwert, Diamantspitzhacke. Es wirkt natürlich schon ein bisschen herausfordernd, das Zeugs da mitzunehmen. Also ein bisschen reizend. Ich würde dann nämlich gern mal mich durchprügeln im Nether, aber ich weiß nicht. Noch nicht. Oder hier mal wieder was bauen. Aber wir haben jetzt so viel hier am Haus gebaut, soweit ich mich erinnern kann. Oh, es wird hell, das heißt, ich kann nicht mal schlafen gehen, damit der scheiß Regen aufhört. Ah, doch. Kann ich noch. Kurz was trinken. Da, aber ganz ohne Töne zu machen, getrunken. Naja, ich glaube jetzt nicht, dass das ganz ohne Töne zu machen ging, aber hier muss doch irgendwann mal ein Gegner sein. Ach, wir könnten uns da auch so eine Terrasse oben quasi bauen, so ein Stockwerk höher, macht man hier so ein riesen Fenster. Und dann so eine kleine Terrasse, damit hier auch kein Regen hinkommt. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier mal so eine Art... Treppenhaus, genau. Bauen wir jetzt da und dann da und so und immer höher. Kann ich in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Bringt eh nichts, weil ich eh noch viel mehr aufnehmen werde, bevor diese Folge rauskommt. Ja, haben wir da noch was drin? Nö. Ich drück mich so ein bisschen vom Weiterbauen, weil wir jetzt schon so viel hier gebaut haben. Und langsam müssten wir eigentlich auch mal was Neues anfangen, weil es wird doch langsam öde und es ist wunderschön hier. Ich finde den Lagerraum, der ist gelungen, das ist ein schöner Kontrast hier zum Wohnzimmer.
Kann man sich hier hinsetzen. Da hätte ich gerne noch Blumen. Ach, wir können da jetzt... Habe ich Lehm? Habe ich Lehm? Ich weiß gar nicht, ob ich Lehm habe. Habe ich Lehm? Hallo, habe ich Lehm? Ist das Lehm? Nein, das ist Wolle. Habe ich hier Lehm? Nein. Hab ich hier Lehm? Nein. Hab ich hier Lehm? Nein. Habe ich hier Lehm? Nein. Habe ich hier Lehm? Nein. Wir gehen Lehm holen. Lehm! Aber doch direkt vor der Haustür. Ja, ich sehe genauso wenig wie ihr. Macht euch nicht. Macht euch nicht. Macht euch nicht ins Hemd. Entschuldigung. Hier unten ist so arisch duster. Ja, es dauert einfach ewig, bis man an so Lehm gekommen ist, weil man die ganze Zeit wieder auftauchen muss, um Luft zu schnappen. Wo ist das zweite Lehm? Ich glaube da, weil er so duschte. Ich sehe nix. Da. Komm schon. Ja. So, jetzt haben wir 48 Lehm. Ich glaube, das reicht fürs erste Mal. Und da unten ist jetzt die Strömung kaputt, aber das sieht man von hier oben aus nicht. Und aus Lehm machen wir ganz schnell, kurz warten, bis es fertig ist. machen wir Ziegel. Und wir brauchen drei Ziegel, dann können wir nämlich aus Ziegeln, wenn wir da und da und da einen machen, können wir nämlich einen Topf machen. Und das bringt sogar noch ein bisschen Erfahrung. Das ist nicht schön. Mal gucken, ob meine Lavalampe jetzt geht. Weil ich habe nämlich hier so eine Lavalampe und die ist zurzeit so eingestellt, die ist so drauf, dass die nach einer Zeit wieder ausgeht und das finde ich ein bisschen blöd. Hier, wir stellen da jetzt einfach einen Topf hin. Jetzt brauchen wir Pflanzen, die waren da. Ja, Birkensetzling. Tada! Ist das nicht schön? Brauchen wir noch eine neue Fackeln hier. Ich würde sagen, da? Oder ist das asymmetrisch? Da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vor allem, das wäre nur eine Fackel, weil da kann man ja keine Fackel hinsetzen, bekannterweise. Also würde ich sagen, ja, ich würde sagen. Oder lassen wir es hier dunkel. Lassen wir es mal dunkel. Aus Ziegeln kann man sich natürlich auch Blöcke machen. Also so Ziegel, Stein, Blöcke, Dings. Aber ich finde die Vasen besser. So, jetzt haben wir hier wunderschöne Vasen. Habe ich Leder? Ja, ich habe Leder. Gut, dann möchte ich jetzt noch was ausprobieren. Nämlich... Das wird nicht reichen. Also, wir nehmen 4 Leder. Dann machen wir hier Stock. Stock, 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 Stock. Rahmen. Und in diese Rahmen kann man jetzt zum Beispiel, wenn man hier da nicht. Wenn ich jetzt. Habe ich ein Ei? Da liegt doch bestimmt ein Ei rum. Ich möchte etwas demonstrieren. Hier liegt doch bestimmt kein Ei rum. Gott. Mann, das dauert so lang. Ihr wisst doch eh schon, was ich vorhabe. Ist hier Ei? Ist hier Eier? Warum gibt's hier keine Eier? Gibt's hier Eier? Ich habe keine Eier! Alter, was soll der Scheiß? So, dahin und Schwert. So. So. Jetzt hängt da ein Schwert an der Tür. Ist das nicht schön? Ich finde nur ein bisschen, dass das jetzt blöd aussieht mit der Birkenwand. Obwohl, es geht eigentlich. Genauso kann man sich auch Türen. Kann man sich auch Uhren aufhängen. Nimmt man einfach 1, 2, 3, 4. Ich habe die ganzen Rezepte im Kopf, ja, weil mein Internet ist gerade aus. Und wenn ich jetzt Rezepte nicht wissen würde,
Dann wäre das ein bisschen arisch doof. 1, 2, 3, 4. Was wollen wir das gucken? Na egal. Uhr. Und jetzt hängen wir uns eine Uhr dahin. Tada! Es ist 3 Uhr. Nein. Da sieht man die Sonne, die ist da gerade da oben. Ich hoffe, das kann man sehen. Und da sieht man langsam, wie es untergehen will. Also leider funktionieren die Zeiger nicht. Könnte die Uhr auch da irgendwo hinhängen, aber da ist so dunkel. Aber eigentlich gehört die ins Wohnzimmer. Und hier ist das Wohnzimmer. Ich muss mal so ein bisschen arisch klären. Ich glaube, ich erweitere das noch in. Geht das in die Richtung? Ich weiß gerade gar nicht. Oder wir lassen einfach die Uhr da hängen. Dahin geht ja nicht mehr, weil da ist ja jetzt der Hochgang da, soll da ja kommen. Wir lassen einfach die Uhr da hängen. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Boah, Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Ist auch schön. Einfach schön. Nicht so Ziegel an die Wand zu hängen. Da kommt wahre Freude auf. Kann man da auch. Ah! Nein. Kann man. Das kommt in die Küche. Das ist zu geil. Das kommt in die Küche auf jeden Fall. Also, hier an die Wand. Perfekt. Das sieht aber irgendwie gut aus. Mir gefällt das. Muss noch Fleisch aufgehängt. Kann man auch Fackeln aufhängen? Ja! Ich glaube, da kann man alles reinstecken. Was kann man noch aufhängen? Kompass. Ich glaube, ein Kompass bringt recht wenig. Was war das jetzt? Hä? Ich bin durch die Gegend teleportiert worden. Was soll das? Was um alles in der Welt? Ich weiß nicht, was das ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auch nicht oft benutzen, denke ich mal. Nein, werde ich nicht. Ich teste mal kurz was. Nur, das geht nicht. In Servern kann man mit Federn, glaube ich, rumspringen. Aber ich weiß nicht, ich habe eigentlich nur Singleplayer-Commands installiert. Das ist alles. Da habe ich nicht mal Cheats oder so aktiviert. Ich glaube, das ist vom Spiel selbst. Ich weiß es nicht. Was kann man sich noch aufhängen? So ein Bogen. Oder da vielleicht so ein Weizending. Apropos Weizending, erstmal wieder ernten. Da. Bla bla. Jetzt hängen wir uns da ein Stück Weizen auf. Ist das nicht schön? Haben wir uns ein Stück Weizen an die Wand gehängt? Nein. Das bleibt da nicht. So, wir legen die Samen. Wo könnte man Samen hinlegen? Ich würde sagen, zu den Pflanzen. Hier. Kakaobohnen haben wir ja auch noch. Zuckerrohr. Noch ein paar Rahmen und ein bisschen Weizen. Wo legen wir denn was? Das Weizen mal hin. Legen wir das hier hin? Oder legen wir das eigentlich zum Essen? Nicht zu dir. Hier zum Essen. Legen wir das Weizen zum Essen. So, die Ziegel brauche ich eigentlich so gar nicht. Ich würde noch gerne ein paar Rahmen aufhängen, aber ich weiß nicht wo. Könnte ich auch eigentlich hier drüber hängen, statt so Schilder, aber. Da müsste ich ja mein ganzes Konzept umändern.